Ankunft in Passbeck. Hier wartet die vierte Arena auf uns. Wir wollen die Stadt erstmal erkunden. Die Wandmalereien in der antiken Städte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang zunutze. Ja, die suchen sich das selber aus, ne? Da braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Die antike Stätte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Weil sie alt ist? No shit, Sherlock. Okay, hi. Kamba, Kamba! Willkommen. Interesse an unseren einzigartigen Waren? Was ist denn heute los? Ich hab was ganz Besonderes angeboten. Düster Umhang. Für 3000 Punkte. Der war nicht schlecht, ne? Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Du erhältst einen düster Umhang. Der war... ein Stoffumhang mit geistiger Energie. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Ah, brauchen wir zum Entwickeln? Verdammt. Und morgen gibt's, wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes eine Fiole Zauberwasser. Zauberwasser war doch einfach, um Wasserattacken stärker zu machen, oder nicht? Komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Aber schön mit den ganzen Waren, so der Markt. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich ein Kometstück und würde 30.000 Poké-Dollar zahlen. Tschüss. Wollen hier rein, aber da geht es eine Treppe runter. Aha. Jetzt rühre ich links, jetzt rühre ich rechts. Pass auf, dass nichts anbrennt und nichts leckst. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Ja. Dicta! Was soll denn das hier? Die Ecke. Irgendwie, ich muss ein bisschen an Zelda denken. Ich muss ein bisschen an Mario Odyssey denken. Das ist eine TM. Ich finde es aber sehr schön, wenn man so ein bisschen erkunden kann. Und sei es für Kleinigkeiten. Hast du schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eines gegen meinen Bärmon tauschen? Habe ich eins gefangen? Ich muss eins fangen. Bärmon war gut. Ich struggle. Oh, Baby! Wir kommen jetzt zur Geist-Arena. Kein Geheimnis. Und Geist hat zwei Schwächen. Geist und Gift. Überschütte das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Und wer kann's lernen? Kein Schwein, nehme ich an. Bärmon. Ich wollte ihn. Bärmon ist... Unlichtfee. Metallmantel. Versteckt Attacken vom Typ Stahl. Ja, aber ich habe halt auch schon ein Fee-Pokémon, ne? Das ist das. Ich habe ungern doppelte... Ja, es wird so Psycho-Fee. Aber Gaunux... Ich weiß auch nicht so recht, weil Gaunux... Nee. Unlicht war. Unlicht war das Ding. Unlicht ist gegen Geist. Ich hab mich vertan. Nicht Gift. Gift ist gegen Fee. Hab ich echt vertan. Spielt ruhig mit Bronzong. Zong, Zong. Ich kann mir nichts Spannendes vorstellen. Ich will Bronzong als Hut tragen. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Hm.
Alles sehr tricky. Also Bärmon, da habe ich schon sehr Bock drauf auf den. Ein ertauschtes Bärmon, das dann anderen Namen hat, ich weiß ja nicht. Weitere Steinknochen. Beulenhelm! Der ist sehr gut. Wird direkt gegeben, aber wem? Jemand, der noch nichts Schwerwiegendes hat, würde ich sagen. Wundersaat, Magnet, physische Attacken. Der Beulenhelm gibt's für Waggon. Auf jeden Fall. Das passt doch zu ihm irgendwie. X-Spezialangriff. Warum kaufst du denn nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Ach, der Hopp. Das war's auch schon im Großen und Ganzen, also dieser Ort ist nicht groß. Was wollte der Maracamba? Ne? Das ist doch, was ich denke. Hier haben wir jetzt wieder ein Maracamba. Hat sogar ein bisschen gedauert, bis ich wieder eins gefunden habe. Ein wildes Dicktree, welches mich an der Flucht hinderte, musste besiegt werden, um weiterzukommen. Deswegen gibt es auch zwei Level-Ups. Nicht wundern, Erklärung ist erfolgt. Oh man, Belektro, dein Ernst. Ja, also ich bin echt am struggeln, aber ich finde Dämon, nee, wie heißt er, Bämon, interessant und seine Weiterentwicklung, ne? Und da ich mir das auch mal geben möchte, wie das insgesamt aussieht oder allgemein, wie das funktioniert, ein NPC-Tausch, ja, hat man auch nicht jeden Tag, machen wir das einfach mal. So, wird ein Superball reichen? Das Ding ist paralysiert und ein bisschen geschwächt. Drei. Drin. Maracamba wurde gefangen. Primova Level Up. Zauberschein. Ein mächtiger Lichtblitz. Ja, das ist ziemlich gut. Das sind so viele komische Attacken. Heilwoge muss weg. Wenn ich mich nicht irre, aber wir warten mal ab. Maracamba. Es verstreut einmal im Jahr Samen, die jede Menge Nährstoffe enthalten und in der Wüste als kostbares Nahrungsmittel gelten. Ins Team? Boah, das wird jetzt eine knifflige Sache. Pass auf, Gaunux möchte ich für die Arena noch drin behalten. Ich werde Waggon eine Pause gönnen, weil er, ich denke, der stärkste unseres Teams ist. Und irgendeiner muss ja raus. Pokémon mit Samt-Item in Box schicken. Schön, dass mal gefragt wird. So. Ich dachte, unser kleines Psycho-Pokémon entwickelt sich, ist aber nicht der Fall. So, dann nix wie zurück. Das geht ja ratzefatze. Steil bergauf mit der Karriere. Und dann nehme ich das mal an. Da bin ich gespannt, ob es inzwischen möglich ist, ich denke nicht, den Namen eines getauschten Pokémon zu ändern. Wir denken an legendäre Namen wie Polente oder Aron. Hast du schon viele Maracamba gefangen? Ja, ich tue es. Für dich, mein Freund. Willst du wirklich tauschen? Ja. Er will es selbst nicht wahrhaben. Du gibst Maracamba in die Obhut von Robbie. Alles Gute, Maracamba.
Der hat jetzt schon eine engere Bindung zu dem Vieh als ich. Robby hat dir Klotzi zugeschickt. Kümmere dich gut um Klotzi. Bämon. Er schleicht sich in Häuser ein und geht dort auf Diebeszug. Zudem verleibt es sich die negative Energie der deshalb verärgerten Menschen ein. Unlichtfee. Das war ein guter Tausch. Ein Geben und Nehmen unter Trainern. Ja. Ja. Lass mal einen genaueren Blick auf Klotzi werfen. Also bringt's nicht durcheinander. Ich bin jetzt kein Fan der Spitznamen, wie ihr sehen könnt. Aber hier kann man es nicht ändern. Wobei ich es versuche. Ja. Bist du denn... Er ja, ist ein bisschen mehr spezial, aber macht keinen großen Unterschied. Die nur gelingt... Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Level 30 ist das Ganze. Wir behalten es im Auge. Also nochmal zum vollständig aussprechen. Waggon kommt natürlich wieder ins Team. Aber die Arena, da brauchst du halt Unlicht. Ne? Und so lange möchte ich unseren Gaunux noch drin behalten. Hey, let's play Markus! Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Delions Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Besser werden. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir bestimmt vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Die Wörter, die da gar nicht stehen. Okay, hopp oder top. Urgel! Urgel ist natürlich, ist ja sogar Wasserflug. Oh, das ist echt ein Problem. Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Urgel ist cool. Ich hoffe, ich kann schnell genug angreifen. Funkensprung. Er sieht halt sehr kultig aus, ne? Klar versucht jeder, eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er die Chance dazu hat. Sinn. Sei denn, dein Ziel ist nicht zu gewinnen. Salanga, das war... Oh Gott. Ich kann es nicht eindeutig differenzieren. Ich weiß nicht, was für ein Typ das ist, Salanga. Wir haben es ja gesehen, ne? Ich würde mal drauf pflücken und dann... Dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Da musst du dreimal treffen. Ich kann mir nicht ausmalen, es könnte Gift sein. Wie halt so ein Giftschlangen-Pokémon. Funktioniert, nicht wahr? Die Mucke gegen ihn klingt so ein bisschen wie bei einem Mario und Luigi. Oder? Die RPGs. Wie es mit denen wohl weitergeht. Sein Starter. Starter gegen Starter, mein Freund. Da lässt es nicht locker. Aber er hat sein Wolli rausgetan. Das ist schon mal... Das ist schon mal eine Verbesserung. Ich dachte, der nimmt das entwickelt mit, aber nee, er haut es einfach raus. Nur wenn Urgel Wasser ist, dann hat er jetzt ja zwei Wasser-Pokémon. Was? Aber ich kann mich da auch täuschen. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt gebe alles. Hier kommt unsere übersprudelnde Wasserkraft. Ja, irre. Tu meinen Pflanzen-Pokémon gerne gießen. Ja, vielleicht wächst es da noch ein bisschen. So ist es mit Wasser und Pflanzen halt üblich, ne? Er kennt sich aus.
Oh, Toxel. Na, das ist halt so ein Ding. Ja, Belektro macht mal Schaufler. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Uff, zu gewinnen wird jetzt schwierig. Egal, Augen zu und durch. Der hat sogar ein tolles Toxel. Ich würde am liebsten alle Pokémon der Welt. Oh mein Gott. Ich wollte doch Schaufler einsetzen, Digga. Ja, verdient. Verdient. Nee, der kämpft noch nicht. Mit meinen Teammitgliedern, ich bin so unentschlossen. Das ist einfach unfassbar. Nein, wir müssen uns noch nicht final entscheiden, aber ich... Zum Beispiel in Let's Play Pokémon Mond, die kamen mir zugeflogen, die perfekten Teammitglieder. Das war so schön. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Deswegen, es bleibt spannend. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss noch mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Danke, dass du aus dem Weg gehst. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Die Liga-Karte von Nioh. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ja, gute Frau, was? Kann er das nicht selber? Der olle GLP-Abklatsch. Suspekter Typ. Dieser geheimnisvolle Arenaleiter ist noch sehr jung. Er nimmt seine Maske niemals vor anderen Menschen ab und für den Fall, dass er sie irgendwann verliert, hält er noch mehr als 100 weitere Masken mit dem gleichen Design bereit. In einem Interview gab er an, im Alter von 4 Jahren bei einem Unfall gerade so mit dem Leben davongekommen zu sein und seitdem verstorbene Geister-Pokémon sehen zu können. Doch ob das stimmt, bleibt ein Rätsel. Verblüffend. Hier geht's hoch. Da sind noch liebenswerte Dicta. Auch da war doch ein Item, Mensch. Machen wir das. Generell heilen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Egal, was als nächstes kommt. Gibt ein paar Pokémon, wo ich mir sicher bin, dass sie bleiben. Naja, wir werden sie am Ende sehen. Aber es kommen so viele in Frage wie noch nie zuvor. Das ist so ein bisschen das Ding. Warte, Item holen und generell, gab es da noch einen Weg? Eine rissige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ auf den Tee aus. Das? Wie komme ich denn? Gar nicht? Ich weiß, um welches Pokémon es geht. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Wo vor ungefähr 10 Jahren bereits jemand in einem Forum geschrieben hat, wäre es nicht cool, wenn es ein Pokémon gäbe, das den Namen so und so hat und so aussieht und so die Fähigkeiten hat.
Und jetzt, ein Schwertschild, taucht genau das auf. Warum? Und da hat derjenige, der das damals geschrieben hat, in der Tat dazu gesagt, ja, ich arbeite inzwischen für Game Freak und ich habe das Pokémon vorgeschlagen und jetzt ist es tatsächlich Realität. Witzige Sache, aber mehr dazu, wenn wir das Pokémon treffen. Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Nichts hält mich davon ab, hier weiterzugehen. Anscheinend nicht. Wirrscheinwald. Hier sind noch mehr Bämon. Vielleicht sollte ich doch ein eigenes fangen, bevor es richtig rund geht. Miss Mary ist einfach die Beste. Oh yeah, glaub es ruhig, so sieht's aus. Miss Mary macht der Konkurrenz den gar aus. Verwandeln die sich? Dann war alles umsonst. Ich hole mir mein eigenes. Für den Namen allein. War zwar schön, das so und so gesehen zu haben. Aber ich möchte es lieber selbst haben. Ich wusste es doch nicht. Ich glaube, das wurde auf der Gamescom revealed oder gezeigt, ne? Ich mache mich da auch nochmal intensiv schlau. Kein Problem. Aber erstmal fangen. Das hat jetzt Priorität. Warum hält denn der nichts aus? Darf nicht wahr sein. Als ob. Muss ich mich anschleichen oder so? Ich gehe zumindest nicht schnell. Das ist cool. Dass man so den Kampf triggert, gefällt. Und warum kann er das nicht ab? Warum kann er das nicht ab, Freunde? Dann vielleicht einen Schaufler? Der ist nicht Stab. Da hat der Magnet keine Wirkung drauf. So würde ich es versuchen. Dem sollte man ein besonderes Design geben. Der Finsterball ist doch bestimmt hier. Ist doch ein dunkler Ort, oder? Das passt zu dem. Finsterball für Bämon. Lass klappen, Mann. Eins, zwei, drei. Drin. Der sah aber auch schon mal ein bisschen anders aus, oder? Der Finsterball, der war immer eine gute Sache. Wenn du viele Pokémon nachts gefangen hast oder in Höhlen. Gerade legendäre, ne? Nö. In mein Team. Dann, es war ein kurzes Vergnügen, Klotzi. Wäre mein besseres. Gut, ansonsten soll ich hier noch nicht hin. Sieht aber schön aus, muss ich auch schon mal zugestehen. Arena links. Ich zeige meinem Dick da die antike Stätte von Passbeck. Vielleicht entwickelt sich da... Vielleicht entwickelt es dann ja ein Gespür für Kunst. Ich dachte, er redet jetzt von der Entwicklung, dass es vielleicht zu Dicktri wird, ne? Aber entwickelt ein Gespür für Kunst, das ist es. Doppelleber, wow. Orte, an denen sich Pokémon deine maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Galar-Region werden auf solchen Energiequellen erbaut. Ui, was für ein cooles Arena-Stadion. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Ist da
das hier für eine Kritzelei? Außerdem sieht es hier ziemlich brüschig aus. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Passbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Ja, Schwert und Schild, aber Blumen, also wieder Frieden. Und dieser Riss, der sieht aus, als würde ich da Fluigi durchschicken wollen. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles erkundet soweit. Ich würde meine Pokémon heilen. Und im nächsten Part wisst ihr genau, was auf uns wartet. Besuche die antike Städte von Passbeck und entdecke die Geschichte der Galar-Region. Nein, wir gehen in die Arena und werden uns Orden Nummer 4 holen. Also gut. Daumen hoch oder Daumen runter? Pokémon Schild wird immer bunter. Bis dann und ciao.